Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich habe vergessen, dass ich das gerade ausrechnen wollte, weil ich mir was zum Trinken holt und so lange hält das Kurzzeitgedächtnis offensichtlich nicht. Okay. Gehen wir mal davon aus, die haben immer 7, dann haben wir pro Baum, haben wir gesagt, 2100 Kilo. Es ist nur eine Frage, 18 Tage, bringt der eigentlich irgendwas? Nein, gell? Der an sich wieder nicht geerntet. Aber die haben halt nicht immer 7, wie man sehen kann. Die haben offensichtlich immer nur... Okay, scheinbar hat jeder Baum immer nur 6 Äste. In irgendeiner Konfiguration. Ja, theoretisch könnte mehr haben. Aber okay, die ernten scheinbar auch diesen Baum hier. Direkt. Okay, er geht auch immer noch alles auf einmal. Ja, also die Frage, produziert er 300 Kilo insgesamt oder... No harvest pending, ja, schön. Ist die Frage, produziert er die 300 Kilo insgesamt oder sind das die Einzelnen, die das hier produzieren? Ich gehe mal davon aus, das sind die Einzelnen. Und 18 Tage brauchen die, das sind 600 Sekunden mal 18, sind 10.800 Sekunden und das durch die 2.100 sind wir bei 5,14 Bäume pro... Warte mal, also jetzt grad, was habe ich eigentlich gerade ausgerechnet? Ich glaube, ich habe gerade ausgerechnet, wie viel Kilo Holz wir pro Tag bekommen. Nein, das gibt doch keinen Sinn. Jetzt hab ich den Faden verloren. 2000 Kilo produziert der. Ich habe komplett den Faden verloren gerade. Er produziert 5, irgendwas Kilo pro Sekunde, so ist das. 5,17 oder so waren das pro Sekunde. Macht Sinn, oder? Wenn wir sagen 18 mal 600 mal... What? Ja, genau. 18 mal 600 sind 10.800 Sekunden in den 18 Tagen. Und der produziert 2.100 Kilo. In diesen 18 Tagen sind das 5, irgendwas Kilo pro Sekunde. Okay. Der verbraucht 1 Kilo pro Sekunde. Das heißt, wir können pro Baum... Ja, was stimmt das? Also irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen gerade. Weil wir haben den ja domestiziert, das heißt, der produziert das gleiche in 4,5 Tagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bei einem wilden Baum 5 Ethanol-Distiller mit einem Baum betreiben kann. Nee, das kann nicht stimmen. Das muss wirklich das Gesamte sein, was der produzieren wird. Oder? Mal schauen. Der 300 Kilo. 300 Kilo. Wow. Der dann muss aber so stimmen. Das würde heißen, mit einem so einem Baum können wir gleich mehrere Petroleumgeneratoren versorgen? Wirklich? Also irgendwie kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Der braucht 1 Kilo pro Sekunde. Gut, die produzieren ja nur, wir haben mit 7 gerechnet, die produzieren ja nur das 6-fache, sind dann 1800. Wenn wir sagen, 600 mal
mal 4,5 sind 2700 durch die 1800. Heißt, er produziert pro... Warte, hä? Also, warte, irgendwas stimmt da nicht. Rechnet da irgendeinen Blödsinn gerade die ganze Zeit. Müssen wir umgekehrt rechnen. Wir haben die 600 Sekunden pro Tag mal 4,5 sind 2700 Sekunden. Und ich will ja Holz pro Sekunde, und das war eine Sekunde, Sekunden pro Holz, die ich gerechnet habe, sind 1800 durch die 2700, sind das 0,66 Kilo, was dieser Baum hier pro Sekunde an Holz rausschmeißt. Das heißt, das ist zu wenig. Ein domestizierter Baum ist deutlich zu wenig. Das macht schon mehr Sinn. Wenn wir sagen 600 mal 18. Ich hätte mich schon wieder irgendeine Chance. Die 1800, das sind dann die 1800 durch 10.800. Dann sind sie noch 0, dann sind sie noch 16 Decker pro Sekunde. Was bedeutet, wir brauchen etwa, warte, das 1 durch 0,16 sind das 6,25 Bäume pro Ethanol-Distiller. So, und wie viel haben wir gesagt, produziert er? 1,5 Kilogramm pro Sekunde, ne? Die 1800 durch 2700. Nee, ha. Okay. 4 durch 0,66666, bla bla bla. Das heißt, wir bräuchten 6 Bäume, um einen Petroleumgenerator dauerhaft laufen zu lassen. Wir haben hier zu wenig. Wir haben hier nur 9 domestiziert, also wenn wir. Und wir brauchen natürlich noch mehr Ethanol-Distiller. Wir haben hier oben noch wilde Bäume. Ja, ja, die Mathematik. Nicht immer einfach. Aber wo sollen wir das hinbauen? Und da brauchen wir noch mehr Ethanol, um das Ding zu kühlen. Dann brauchen wir auch weitere Kühlloops wie diesen hier. Da ist schon wieder alles leer. Volles Vakuum hier drin. Und da extrem viel Ethanol. Ah, CO2. Und der zieht hier immer noch brav das CO2 ab. Hier wird es echt schon dünn. Ah, es ist auch endlich hier die Pflanze weg, damit die hier die Leitern bauen können. Hohe Priorität, bitte. Schauen wir da oben aus. Ah, das ist auch schon erledigt. Hä? Wo kommt das CO2 her? Weg ist, okay. Die sind irgendwie nicht richtig verbunden. Das ist schon komisch. Warum verbunden? Ich meine, das ist mit dem verbunden da oben, aber das verbindet sich hier nicht her. Warum? Ich verstehe das nicht. Das kapiere ich nicht. Warum leiten die das nicht weiter? Ich meine, die sind ja physisch miteinander verbunden. Kohle, nehmen wir. Oder müssen wir das extra so machen, dass wir immer einen Boden dazwischen einziehen, was auch blöd ist, weil das dann darf immer nur eins dazwischen Platz sein und dann können die da nicht mehr rein. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn, so. Nee, ich kapiere das überhaupt nicht. Das. Da müssen wir, glaube ich, bald anfangen, was. Damit das nicht zu kalt wird. Das kühlt immer weiter ab und dann können wir irgendwann gar nichts mehr durchschicken, weil. Für Öl ist es schon zu spät. Das würde uns in der Leitung schon gefrieren. Wobei das natürlich ein bisschen an Energie aufnehmen würde. Was haben die für? Die haben sehr wenig Wärmekapazität, Gott sei Dank. Hm, vielleicht sollten wir das Öl da oben auch gleich durchleiten einmal.
Einfach damit es abkühlt wieder. Schaut, dass das hier bitte baut. Das da ist noch nicht so wichtig. Das ist ein Wärmetauscher, um was aufzuheizen. Das ist einer, um was abzukühlen. Und man, das kühlt. Allein da wird das Öl schon kühler. Ich hoffe, es gefriert uns da drinnen nicht. Das könnte aber passieren. Also deshalb war der CO2, weil die vorher da waren und das natürlich den Hintergrund verdeckt und das CO2 dann irgendwo anders raus muss. Deshalb ist es da auch so warm. Schauen wir da unten aus. Alter, wegen einer Leitung. Willst du mich verarschen? Los! Nikola, mach das. Sonst geht hier nichts weiter, ne? Endlich! Jetzt können die auch arbeiten. Und weg mit dem CO2 hier. Ui, ist ein bisschen wenig Wasser im System gerade. Das können wir beheben. Sie bauen da oben scheinbar gerade Leitungen. Also bleibt es da gerade ein bisschen. Jetzt laufen die auch zu 5. Das heißt, es prinzipiell geht das. Wir müssen erstmal hier die Leitung ein bisschen anfüllen wieder und dann können wir da drüben umschalten, die haben ja auch ein bisschen was. Schauen, dass wir genügend polluted water haben. Was ist, seid ihr da oben dann langsam mit den Leitungen? Noch nicht, noch nicht. So, das genügt jetzt aber hier. Da ist die Leitung auch beinahe voll, da können wir auch umschalten. Und das genügt, jawohl. Passt. Laufen alle 5 schön. Da ist schon wieder nass oder immer noch Salz, immer noch Eis drüber ist. 7,5 Tage noch. Ihr wisst schon, dass ihr das bauen sollt, nicht? Der Rücklauf ist schon mal erledigt. Aber es ist ja so kalt drinnen. Beeilt euch mit denen bitte. Dabei macht es noch keiner, weil die sind schon wieder essen. Kohle haben wir offensichtlich auch keine. Doch, angeblich haben wir irgendwo sehr viel Kohle liegen. Mehrere Tonnen. Achso, okay, liegt überall verstreut. Braucht man einen eigenen Typen, der sich nur darum kümmert, die Kohle einzusammeln. Ah, da werden die Leitungen gerade gebaut, offensichtlich. Jawohl, nicht mehr viel übrig hier. Und man kümmert sich schon darum. Sehr schön. Zugemacht, dann können sie nachher das hier abbauen. Das kann weg. Genauso wie das ganze Zeug hier.
Einer liefert und einer baut, ne? Wow. Einer liefert, der andere liefert und baut, okay. Von mir aus. Schauen wir mal, ob das Öl das packt. Vor allem, wenn da so einzelne Tropfen daherkommen, die naja, schon ein bisschen Wärme haben, aber jetzt nicht so viel. Ich fürchte, da wird irgendwas passieren. Ich sehe schon kommen. Ja, das kühlt schon ab ordentlich. Das kühlt schon ordentlich ab. Man, hier wird es nicht so kalt werden, aber da unten dann... Hm. Wird schon den Gefrierpunkt überschreiten, definitiv. Nein! Und da ist so weit und da. Überall weiß, dermaßen kalt ist. Tropft hier gleich das Öl runter. Da wärmt sich's wieder auf und wird gleich flüssig werden und wird in die Tiefen des Weltraums verschwinden. Gut, ist jetzt nicht so tragisch erstmal, solange das hier wieder auf vernünftige Temperaturen kommt dabei. Aber, Alter, minus 52 Grad schon, das ist ja Wahnsinn. Offensichtlich kann man mit der Kühlung doch mehr anfangen, als ich dachte. Ne? Gut, die reparieren hier eh schon wieder. Ah, das erste Öl hat es durchgeschafft. Man kann sich hier gleich wieder aufwärmen und hier alles abkühlen, ne? Ah, jetzt passt schon. Jetzt sind wir wieder beim Gefrierpunkt vorbei. Ich frage mich nur, mit was kommt das Öl jetzt dann zurück? Es gleicht sich schön aus wieder und kommt... Was hat es hier noch? Okay, macht keinen Unterschied. Noch nicht. Das wird aber wieder abkühlen, aber momentan ist es noch immer noch wärmer als das hier drinnen. Wäre halt schön, wenn wir das Öl da, den Ölpool da unten ein bisschen abkühlen könnten. Ah, es ist schön, das habt ihr auch schon gemacht. So. Brauchen wir hier nämlich auch alles abdichten. Ah, Meep baut deutlich schneller als Travider. Sag bloß, da geht da drin ein bisschen die Luft aus, ne? Ja, müsst ihr schneller bauen. Je schneller ihr baut, desto weniger Luft geht da drinnen verloren. Trans 74 Grad, fast 75 Grad hier, da. Boah. 83 Grad und hier. Minus 102,4. Wahnsinn. Oh, und wie viel Wasser hier auch ist eigentlich, ne? Also, oh, und jede Menge gefrorenes CO2 ist auch hier. Nur der Sauerstoff ist hier so gerade noch nicht gefroren. Ja, da hätte er noch einige Grad, bis der gefriert. Weasworth Seed. Diamant. Oh, sind wir da oben schon leer, oder was? Ja, das ist mir schon ziemlich leer, ja. Da sind wir schon ziemlich leer. Und wie schaut's aus mit der Kühlung? Ah, okay. Kühlung gibt's aber keine, weil wir das ja hier getrennt hatten. Jetzt geht das Ding wieder los. Da drinnen sind wir auf jeden Fall schön kalt. Da auch. Wir haben auch alles an CO2 rausgelassen erstmal. Da ist nicht viel drinnen momentan. Und
Da tropft alles aus der Luft. Da drinnen haben wir minus 88 Grad etwa. Haben wir sich eingependelt. So, jetzt geht's hier durch schön mit dem kalten Ethanol. Achso, sind hier die Leitungen noch nicht genug abgekühlt, oder was? Die heizen sich auch irgendwie immer ein bisschen an wieder. Das ist auch komisch. Schwankt die Temperatur. Achso, das ist CO2. Die Pipe passt eh. Aber das CO2 gefriert ja erst irgendwann, ne? Ja, da kommt es eh schon wieder warm daher. Da wird es unten auch gleich wieder alles verdampfen. Und der Part ist auch gleich wieder zu Ende. Eigentlich ist es schon. Müssen wir auch gleich beenden. CO2, 49, minus 48, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Heizt sich ordentlich flott wieder auf. Gut, da kommt auch warmes Wasser daher. 26 Grad, ne? Zurückkommen wir aber wieder mit minus 25, mit dem wir dann in den Pool hineingehen und den ordentlich abkühlen können. Boah, das CO2 müsste jetzt schon lang verdampft sein. Eigentlich. Ja, da geht's schon los. Aber eigentlich haben wir hier minus 48,1 und hier sind wir bei minus 45 schon gewesen. Ja, jetzt verdampft's. Oder kocht's, ne? Das heißt, da oben kühlt das Ganze natürlich auch nochmal wieder ab, das CO2, und verflüssigt, weil das, da liegt eine Tonne flüssiges, eine Tonne Trockeneis mit minus 71 Grad. Das muss erstmal aufgewärmt werden. Da wird schön gebaut. Ja, aber das überträgt sich hier nicht drüber, komischerweise. Das ist schon sehr komisch. Vielleicht müssen wir einen Wärmetauscher drüber bauen. Das hier funktioniert auf jeden Fall. Das sind wir wieder in den Plusgraden. Ah, es kommt schon etwas kühler zurück. Aber wir werden davon noch mehr bauen. Das ist aus Blei. Oh, Partbänden. Ich sag's immer und vergesse dann drauf. So. So Freunde, wie gesagt, das war es jetzt wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.